So, hallo liebe Fußballfreunde da draußen, hier ist wieder euer Fritz Meloni mit dem FM 13 und mit Hansa Rostock. Ja, und zuallererst möchte ich mich mal ganz kurz an euch da draußen richten. 482 Abonnenten habe ich, oder 481. Da bin ich schon mal sehr stolz drauf. Und ja, was habe ich jetzt in den letzten Tagen und Wochen so festgestellt? Ich habe gedacht, dass ihr, wenn ich FIFA 17 euch präsentiere, also The Journey und FIFA 17 Karriere, dass viele ja mehr ausrasten würden oder sich mehr darüber freuen würden, dass ich auf meinem Kanal auch jetzt mal sowas ganz Neues präsentiere. Aber genau das Gegenteil ist eingetreten. Wenn man jetzt mal so die Like-Zahlen vergleicht, also wenn ich so ein FM 13 hochlade, dann habe ich so an einem Tag so um die 100, teilweise sogar 120, 130 Likes. Ich habe auch mehr Kommentare. Ich habe das Gefühl, ihr nehmt ja den FM 13 einfach, obwohl das so ein altes Ding ist, ja, einfach für euch nach wie vor als das Hauptprojekt an. Und FIFA 17, obwohl ja eine mega Grafik ist bei der PS4 und man eigentlich selber spielt und ja, alles bewegt sich mehr in den Videos, die Zuschauer, alles mögliche, Anzeigentafeln sind sogar echt und also das ist alles viel, viel lebendiger, aber komischerweise diese alte FM 13 scheint bei euch in eurem Herz drinne verwachsen zu sein. Also ich habe heute erst wieder unter meine letzte Folge von FIFA 17 geschaut, da habt ihr mir ja Kommentare dazu geschrieben und mein guter Freund Schmidt hat mir gesagt, am liebsten vier Wochen FM 13 und dann eine Woche FIFA. Ja, wenn der Monat vielleicht nur vier Wochen hat, dann meint er wahrscheinlich scherzeshalber am besten nur FM 13. Okay, ich nehme es einfach mal so hin. Trotzdem werde ich natürlich FIFA 17 weiterspielen. Bei The Journey bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe fast das Gefühl, ich werde es wieder rausnehmen, weil ja, für sich selbst mal so privat sowas zu spielen macht schon Spaß, aber ich habe so das Gefühl, da ja andere Kanäle auch The Journey spielen und ja, so richtig gut rüberkommen, tut es dann glaube ich bei euch nicht. Okay. Nehmen wir einfach mal so zur Kenntnis. FIFA 17 geht so. FIFA FM 13, yeah, das macht euch Spaß. So, jetzt habe ich hier gesehen, ich habe hier eine Scout-Liste. Und ja, da hat jetzt einer seine Aufgabe erfüllt und da wollte ich mal gerne reinschauen, was wir da haben. Ich muss übrigens auch mal schauen, was in der letzten Folge war, weil ich weiß gar nicht mehr, ich habe jetzt, dadurch, dass ich jetzt andere Sachen halt auch mal spiele. Und zuletzt haben wir gegen Freiburg gespielt, der sechste Spieltag. Die Folge hieß dann, glaube ich, Fritte Brinkis, weil er da eine sehr gute Partie hingelegt hat, weil ja Vlachodimos verletzt ist. So, jetzt sehen wir hier ein paar talentierte Spieler, also Raúl sehe ich jetzt hier, spanischer Spieler, wirklich mit sehr guten Werten, allein hier Torricher, 86, das ist schon mega. Spieler scouten brauchen wir nicht, weil er ja da oben eine 10 hat. Ins Blickfeld aufnehmen. Ja, aber er ist hier verletzungsanfällig, also deswegen würde ich ihn schon mal nicht in Frage. Florian Ronneburg. War der nicht mal bei uns? Der war immer bei uns, ne? So sieht's aus. Und zwar war der im Jahr 2017 bis 2021 da. War dann eine Saison in Fürth. Und hat da 19 Spiele gemacht, kein Tor und ist jetzt seit 31.01.2022 in Sion, in Frankreich. Na gut. Aber interessant, dass der bei uns hier auftaucht in der Scout-Liste, ne? Ja gut, aber das ist jetzt, sind jetzt keine Spieler, die mich jetzt unbedingt vom Hockerhorn und ich habe ja Ronneburg ja auch weggegeben, weil wir auf der Position ja Spieler haben. Jugendspieler hat sein Trainingsziel erreicht. Gefolzon wird einen Tag ausfallen. Die Reserve hat 0-0 gespielt.
Bester Spieler war hier Maurice Händel, den können wir mal an der Stelle loben, wenn das dann geht. Ich sag mal, ich möchte gerne höhere Ziele von dir sehen. Und Trainingsziele, wollen wir mal gucken, ob da was eingestellt ist. Flugparaden können wir jetzt eigentlich rausnehmen. Mann gegen Mann lassen wir noch drin. Okay. Gut, gut, gut. Mann der Woche. War dann eine gute Kevin Prince Boateng. Das freut mich für ihn. Wird ja, so wie es aussieht, vermutlich am Ende dieser Saison hier aufhören. Im Moment ist er besorgt. Ja, weil ich ihn halt nicht von Anfang an spielen lasse, weil Aftidja jetzt natürlich da ist. Ja, mit den Dribblings, ob das noch was wird. Ja, wir lassen es mal drin. Er ist ja jetzt eigentlich ein Spieler, der seine Entwicklung abgeschlossen hat. Und Borswick. Borswick kriegt hier auch ein Lob natürlich. Super letztes Spiel. Hatte ja letzte Saison wirklich eine Grottensaison, wenn man sich mal vorstellt, wie lange er da verletzt war. Aber er scheint jetzt wieder hergestellt zu sein. Und dann gehen wir mal im Wochenverlauf weiter. Wir sehen, wir haben Paris Saint-Germain vor der Brust, also Champions League ist angesagt. Ja, Frankreich, Paris Saint-Germain ist angesagt. Und wie wir hören, die richtig typische französische Musik zum Einstimmen. Ja, wir sind im Prinzenpark, Parc des Princes. Parc des Princes, wie es hier steht. Aber Prinzenpark übersetzt natürlich ins Deutsche. Volles Haus. Also da ist volle Hütte. Wir haben voraussichtliches Wetter, ist hier Regen. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel, muss ich wirklich sagen. Was kann man eigentlich hier noch einstellen? Freie Konfiguration. Das ist blöd, dass da ein Pfeil ist, aber naja, gut. Kann man wohl nichts weitermachen. Ja, es ist die Meisterliga oder auch besser bekannt unter Champions League. Wir sehen Freiburg mit Streich gegen Barcelona. Das ist natürlich für den Breisgau ein Riesenspiel. Und Valencia gegen Manchester United. Aber wir sind das Topspiel, natürlich bedingt dessen, weil wir ja der Titelverteidiger sind. Das dürfen wir ja an der Stelle nicht vergessen. So schnell ist Erfolg vorbei. Ja, ein bisschen schnieft die Nase. Ich hoffe, das stört euch nicht. Okay. Ja, können wir schon so die Aufstellung lassen. Ich gucke gerade mal, wie das aussieht mit der Frische, mit der Fitness. Das sieht eigentlich so ganz gut aus. Ole Fleck könnte man jetzt sagen, für Ronny Markus wäre an der Zeit, ihn zu bringen. Aber da wir hier gegen ein international erfahrenes Team spielen, will ich ihn jetzt noch nicht so direkt ins kalte Wasser schmeißen. Also wenn wir jetzt gegen einen unterklassigen Gegner spielen würden oder wenn wir jetzt in der Bundesliga gegen eine Mannschaft aus dem untersten Tabellendrittel spielen würden, dann kann ich das schon eher verantworten. Aber jetzt hier in so einem wichtigen Champions League Spiel, never ever. Also da will ich ihn noch nicht reinschmeißen. Da ist die Erfahrung mir von Ronny Markus größer, obwohl er, wie gesagt, ein bisschen Frische verloren hat hier, ne? Fitness ist aber noch gut und mit 12 ist er natürlich, hat auch eine gute Leistung. Ja, Fritte Brinkis, vielleicht kann ich ihm an der Stelle hier nochmal ein Lob aussprechen. Ich will mal gerade gucken, wirklich in einer hervorragenden Form jetzt im Moment. Ich sage ihm mal, du hast gut trainiert. Das wird ihm gut tun, denke ich mir. Wie sieht es aus bei den Trainingsdaten? Ja, Fangsicherheit können wir sogar jetzt ein bisschen höher schrauben. So. Dann kann man da noch ein bisschen dran arbeiten. Aber, wie gesagt, mit 29 Jahren, warum sollte er nicht wieder eine Chance haben? Da würde ich gerne mal so ein paar Kommentare von euch zu sehen. Was ist mit Fritte Brinkis? Soll er jetzt, wenn er so gute Leistungen zeigt, erstmal im Tor bleiben? Oder ist Flachodimos wieder gesetzt, wenn er gesund und munter wieder zurückkommt? Das ist halt hier die Frage. Aber im Moment, da ja Flachodimos verletzt ist, stellt sich die Frage nicht für Fritte und auch nicht für mich.
Ja, dann war ja immer noch die Geschichte hier mit Nietzsche, wo mir ja auch immer wieder gesagt wurde, Fritze, den lässt du so ein bisschen verkümmern. Der kann mehr auf der zentralen Mittelfeldposition. Ja, aber wenn wir jetzt mal hier sehen, Donis Avdija, müsste ich eigentlich aufstellen, hier eine Form von 15, ne? Eine Form von 15. Aber ich habe es jetzt erstmal so gelassen, dass ich sage, wir lassen mal den guten Boateng starten, gucken wir mal, wie er ins Spiel reinfindet, weil ich will ja auch, dass er nicht weiter besorgt ist, sondern er soll ja auch das Gefühl haben, dass er nach wie vor für uns hier wichtig ist, ganz klar. Ne? Dann gucken wir uns den Gegner an und da habe ich ja in Erinnerung, da wollt ihr ja auch so ein wenig, dass ich euch immer das Team vorstelle, das können wir jetzt auch an der Stelle hier mal durchführen. Also, da haben wir Rui Patricio, Portugiese mit französischen Wurzeln. Hervorragende Werte, wie wir hier sehen, für einen Torwart. Ja, ist im Team der portugiesischen Nationalmannschaft. Hat hier 92 Spiele auf dem Buckel. Also das ist ein Mann mit viel Erfahrung. Dann haben wir hier Lukas Digne. Mal gucken, wo der überall war. Also der war bis jetzt nur in Frankreich, also ein reiner französischer Spieler. Ist auch im Team der französischen Nationalmannschaft und mit 29 Jahren bringt er natürlich hier sehr viel Erfahrung mit, wie wir das sehen. Hat hier sehr gute Werte bei den Flanken und beim Kurzpass und ja, schon ein interessanter Mann. Dann haben wir Jean-Armel Kanabig. 33 Jahre, auch hier wieder ein sehr erfahrener Nationalspieler. Afrikanischer Nationalspieler, denke ich mal, das könnte Kamerun sein hier. Hat aber auch französische Wurzeln. Auch er hier recht gute Werte, wobei, ja doch, für sein Alter doch, muss man akzeptieren. Eigentlich sehr gute Werte, also wir sehen viel Erfahrung. Dann haben wir Javi Martinez, ehemals Bayern München, jetzt hier PSG. 34 Jahre, auch er natürlich noch mit guten Werten unterwegs und ist auch noch im Team der spanischen Nationalmannschaft, hat dort 61 Spiele auf dem Buckel. Also wir sehen schon, wir treffen hier auf eine französische Mannschaft mit sehr viel Erfahrung. Auch hier Sebastian Corricha oder Corcia, so. Spanische Wurzeln, Franzose, auch im Nationalteam, also sehr viele Nationalspieler hier im Team. Dann haben wir hier einen Mann, der so jetzt im besten Alter ist seiner Karriere, Alain Berthaud. Auch im Team der französischen Nationalmannschaft, Spielmacher vom Typ her, allerdings mehr so im defensiven Mittelfeldbereich. Und ein kleiner Spieler hier mit 1,75, 78 Kilo, vielleicht sogar ein bisschen leicht übergewichtig oder sehr kräftig gebaut, das kann ich jetzt hier natürlich nicht nachvollziehen, hat aber auch sehr gute Werte. Das ein Spieler auch schon mit Erfahrung, Nationalspieler, aber hier vom Alter her noch im besten Alter. Dann haben wir Adrien Rabiot, gute Werte, auch französischer Nationalspieler, kann aber auch hier im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden und auch im zentralen Mittelfeld, macht die Räume eng. Und dann haben wir Diogo Paris Saint-Germain, 22 Jahre. Da haben wir jetzt mal einen jungen Mann, der über die Flügel kommt, ja, und ist jetzt auch schon im Team, allerdings in der brasilianischen Nationalmannschaft. Interessanter Mann, wie ich finde. Den würde ich mir sogar mal ins Blickfeld nehmen. Ja, den würde ich mir mal reintun. Michel Weiser. Ja, war der nicht sogar mal bei uns? Nee. Ist vom FC Bayern, dann über Celtic Glasgow, also über Schottland und dann jetzt hier in Frankreich bei der PSG. 28 Jahre, bestes Fußballeralter, deutscher Nationalspieler, hat, wie ich aber hier sehe, und das finde ich sehr interessant, das wusste ich gar nicht, hat französische Wurzeln. Ne? Und hier natürlich ein 4-Sterne-Talent mit überragenden Daten. Ja, auch das wäre ein Mann für uns mal. Ne? Ich tue mir den auch mal reinpacken. So, dann geht's weiter. Christoph Moreau. Fabelhafte Werte hier für einen Stürmer. Ballkontrolle 90,
Torriecher 85, Schusskraft 82. Also das ist ein sehr gefährlicher Mann. Schnelligkeit 90, Antritt 91. Christophe Moreau, natürlich Nationalspieler. Hat aber noch kein Tor erzielt für die französische Nationalmannschaft. 4-Sterne-Talent. Christophe Moreau, auch den tue ich mir mal ins Blickfeld aufnehmen. Fällt mir sehr gut. Dann haben wir hier Victor Andrade, auch Nationalspieler, brasilianischer mit französischen Wurzeln. Also wir sehen, hier ist viel unterwegs, was französisches Blut in seinen Adern fließen hat. Und das war die Mannschaft. Und ja, was kann ich für ein Fazit ziehen? Ich sehe hier eine sehr erfahrene Mannschaft, gespickt mit Nationalspielern. Ich sehe aber auch Spieler, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder mittendrin. Und ich sehe interessante Spieler, wie wir ja auch gesehen haben. Moreau vorne, für mich ein sehr starker Stürmer. Und den müssen wir auf jeden Fall in die Sonderbewachung nehmen. Ja, und da muss ich schon fast sagen, wenn ich das jetzt mal mit uns vergleiche, dann haben wir wirklich, was die Stürmer betrifft, ja, ich glaube, da muss ich vielleicht ein bisschen umdenken in der nahen Zukunft, was jetzt die FC Hansa betrifft. Weil mit Poyampalo, mit Giffaldson, wenn Patrick Weihrauch wieder fit ist, haben wir natürlich hervorragende Stürmer, die letztes Jahr für Furore gesorgt haben. Aber wenn man die Altersstruktur anschaut bei uns, wir sind immer noch ein junges Team. Aber was den Sturm betrifft, müssen wir vielleicht doch mal umdenken demnächst. Also, ich hoffe, das gefällt euch so, dass ich die Mannschaft immer so vorstelle jetzt. Nimmt ein bisschen mehr Zeit in Anspruch, aber wenn ich ein Video pro Tag hochlade, ich glaube, das ist euch fast Latte, ob das Video dann 25 oder 30 Minuten lang wäre oder jetzt 40, 45 oder vielleicht sogar 60 Minuten lang. Ich glaube, Hauptsache ein Video pro Tag und Hauptsache FM 13. Das ist ja das, was ich so ein bisschen registriert habe. Okay, Champions League. Ich meine, das ist der erste Spieltag, glaube ich, hier. Und ja, Freunde, dann wollen wir nicht mehr lange schnacken. Kopf in den Nacken und auf geht's. Erster Spieltag Champions League. Ich wünsche euch viel Vergnügen und Spaß. Und ich freue mich drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich drauf. Endlich wieder FM 13. Ja, herzlich willkommen hier im Prinzenpark. Ihr seht die Mannschaften einlaufen. Und wir sehen die Mannschaftsaufstellung gerade von Paris Saint-Germain. Und jetzt kommt unsere. Viel Spaß im Champions League Spiel in der ersten Runde, in der Gruppenphase. Und hier der Prinzenpark, natürlich ein beeindruckendes Stadion, Fußballstadion, wo schon viele spannende Partien gelaufen sind. Und ja, es ist natürlich nicht von der Grafik her zu vergleichen mit FIFA, aber ich merke es halt oder ich spüre es halt, ihr liebt diesen kleinen Scheiß FM 13, ihr liebt ihn über alles und deswegen präsentiere ich ihn auch weiter für euch, ist auch ganz klar. So, dann geht's los, auch wenn hier die Bilder ein bisschen anders sind wie beim FIFA-Spiel mit der PS4, aber euch macht das Spaß und ich glaube, es macht euch auch Spaß, weil wir hier bei diesem Manager-Spiel einfach viel mehr Facetten drin haben, als im Vergleich mit FIFA 17. Aber ich will hier auch nicht ständig den Vergleich bemühen, sondern freuen wir uns jetzt aufs Spiel gegen eine erfahrene Mannschaft hier aus Frankreich, nämlich Paris Saint-Germain. Gegen uns, den Titelverteidiger, und gegen uns muss man erstmal gewinnen, aber wir sind natürlich nicht mit der Besetzung auf dem Platz, wie ich mir das wünsche. Ein Patrick Weihrauch ist im Moment natürlich, wenn man den Erfolg vom letzten Jahr sieht, einfach nicht zu ersetzen. Das ist einfach nicht möglich. Und ich hoffe natürlich, er kommt wieder und ich hoffe, er kommt mit der alten Form wieder und kann noch, na, weiß ich nicht, 4, 5 Jahre uns Freude machen. Oh, 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 da hat, ich glaube, das war nicht Moreau gewesen, aber das war der andere Stürmer, den ich jetzt leider nicht namentlich hier auf dem Plan habe. Aber jetzt, Poyampalo. Aber da startet Giffaldson im falschen Augenblick. Poyampalo hat das gut angedacht. Ja, dann wie gesagt, Patrick Weihrauch will ich natürlich wieder zurückhaben. Und wenn wir überlegen, er hat 3, 4 Jahre lang in der Weltklasse gespielt, also in der Weltklasseform. Das ist schon beeindruckend, was er da hingelegt hat. War 2-mal Torschützenkönig in der Bundesliga. Das sind natürlich Werte, die muss man erstmal von einem anderen Stürmer erzielen. Und ja,
Vielleicht darf ich euch an der Stelle noch sagen, also ich habe hier vor, das Hansa-Projekt einfach nicht in die Ecke zu stellen. Also wir werden Zweiter spielen. Es ist für mich einfach ein Projekt, was dadurch lebt, durch euch, die von der ersten Stunde hier dabei waren. Und ich tue mich da auch schwer. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich kann einfach von der Hansa-Kogge nicht lassen. Das Einzige, was mir hier passieren könnte in dem Let's Play, wäre, dass ich mal entweder entlassen werde vom Verein, was aber sich überhaupt nicht andeutet, weil bis jetzt haben wir eigentlich immer gute Erfolge erzielen können. Oder ich kriege mal so ein verlockendes Angebot von einem anderen Verein, wo ich da mal wechseln will. Aber ich bleibe in diesem Let's Play hier, diesem Spielstand einfach treu. In der Winterpause will ich euch dann mal auch diesen Spielstand zur Verfügung stellen, damit ihr da auch mal mitspielen könnt. Ja, zum neuen FM17, da habe ich technische Probleme. Ich muss mal gucken, es kann sein, dass ich demnächst mir einen neuen Computer kaufe. Vielleicht warte ich noch so lange, dass ich dann mit dem neuen Computer dann mehr Leistung habe. Also das soll dann auch mehr so ein Spielecomputer sein. Damit ich dann auch mal hier euch solche Spiele präsentieren kann. Im Moment spiele ich das Ganze noch über Laptop, der FM13, das funktioniert alles hier noch einwandfrei. Und deswegen sage ich ja immer, never change a running system. Ne? Aber die Kapazität mit meinem Laptop ist einfach erreicht, wenn ich dann die neue Datenbank von den Zockers da nehme. Da, selbst wenn ich die Sperre rausnehme, der Begrenzung, kriege ich es nicht gebacken. Ne? Er stürzt immer wieder ab. Ich probiere da noch, vielleicht kriege ich es ja noch hin. Aber so lange spielen wir natürlich hier erstmal mit dem FM13 weiter und mit Hansa Rostock. Und vielleicht ist ja auch noch eine Möglichkeit, die ich in Erwägung ziehen kann. Vielleicht bereite ich einfach von eigener Hand den FM14 vor, weil das Grafikpaket von Zocker und so habe ich ja übernommen, habe ich auch hier übrigens übernommen im FM13. Und vielleicht mache ich einfach selber meine Datenbank und schauen wir mal. Wir haben ja Zeit. Eins weiß ich, euch macht das hier einen Riesenspaß. Und wenn ich dann Urlaub habe dieses Jahr, kann ich mich ja ein bisschen hinsetzen und damit basteln mit dem Editor. Das kann man ja gut selbst machen. Ja, wir sehen jetzt ein Spiel, was so ein bisschen dahin plätschert. So. Sonst würde ich hier nicht so viel reden. Es passiert nichts wirklich Spannendes im Moment. Beide Mannschaften, so habe ich den Eindruck, neutralisieren sich hier ein wenig. Die erfahrene Mannschaft aus Frankreich hier, die PSG, macht es uns hier nicht leicht. Sie haben im Zentrum alles zugestellt. Und ja, hier der gute, na, wie heißt er jetzt nochmal? Aber man sieht, ich habe lange nicht mehr gespielt hier, ne? Muss ich mal gerade nachgucken. Genau, der Ronny Marcos, das wollte ich sagen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt. Da verliert man schon mal so ein bisschen die Namen. Ronny Marcos wollte hier gerade über die Flügel gehen und hat aber nicht geklappt. Aber jetzt der Angriff von der PSG. Andrade wird aber hier vom Ball getrennt und Kevin Prince-Boateng versucht hier mit einem guten Pass und der kommt an, der Pass. Borswick nochmal auf Kevin. Vielleicht jetzt ein guter Angriff. Schön über die Flügel gespielt. Und Kevin Seitz, der im Moment ja den Vorzug vor... Leute, ich habe lange nicht mehr hier gespielt. Wie ist er denn nochmal? Unser... Jetzt macht mich doch hier nicht Kolone. Ich habe ihn gar nicht... Ich habe ihn hier gar nicht im Team drin. Ich habe mir gar nicht im Team... Ihr wisst, wen ich meine. Unseren rechten Mittelfeldmann. Kevin Prince-Boateng. Und wieder Borswick. Ja, ihr seht, ich überlege noch. Meier, glaube ich, ne? Ich weiß es nicht mehr. Shit. Heinze jetzt. Schöner Pass in die Mitte, aber da steht leider keiner. Ronny Marcos... Rückt von hinten auf, aber Fehlpass hier und Mitchell Weiser von der PSG hat hier hinten ein bisschen Defensivaufgaben übernommen und jetzt ist er schon wieder hier in der Offensive. Natürlich auch ein interessanter Mann. Abseitsposition. Ja,
Ich werde euch den Namen noch nachliefern. Also das ist jetzt, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich meine Meier. Ja. Aber er hat sich im Moment ein bisschen aus der Mannschaft rausgespielt. Wahrscheinlich erzähle ich gerade Müll. Der heißt wahrscheinlich gar nicht Meier. Aber es ist scheißegal. Dadurch, dass ich hier FM13 länger nicht gespielt habe, ist mir einfach der Name jetzt flöten gegangen. Boateng, das ist natürlich ein einprägender Name. Den vergisst man nicht. Kramer. Auch wenn er schon so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, immer noch ein Garant hier für gute Defensivarbeit. Erfüllt den Posten auf der Sechserposition perfekt. Ist aus der Mannschaft nicht wegzudenken. Ja, und dass hier nach 40 Minuten 0-0 steht und ich so entspannt mit euch hier schwatzen kann. Ja, ich meine doch, Meier. Mir fällt der Spitzname nicht ein. Ja, das liegt daran, dass sich beide Mannschaften hier wirklich das Leben schwer machen. Auf der einen Seite PSG vor eigenem Publikum, aber jetzt hier Mitchell Weiser mit einem starken Flügellauf hier über rechts. Aber da sehen wir Fritte Brinkis, der braucht natürlich solche Spiele. Und das war jetzt richtig cool, wie er da vom Stellungsspiel her das Ganze gemacht hat und lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Das musste ich ja auch erstmal machen. Ne? Ist ja eigentlich nicht ein Spieler, der international jetzt die Erfahrung mitbringt, wie ein Blachodimos, der in der Nationalmannschaft hinter Marc Reimann steht, unserem ehemaligen Torwart, der jetzt in Schalke spielt. Ja, das macht er echt gut. So, jetzt Kevin Prince Boateng. Schmitze! Schmitzekatze! Jetzt weiß ich's wieder. Schmitz! Schmitz, unser Mann. Schmitze, Schmitze, alte Kalabitze. Nicht Meier. Ach Mann, der ist Meloni wieder, ne? Also, natürlich unser Schmitze. Der hat hier im Moment nicht seinen Stammplatz sicher in meiner Mannschaft und Kevin Seitz hat ihm da so ein bisschen den Rang abgenommen. Ja, 0-0. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir hier eine gelbe Karte kassiert haben. Kramer. Aber wir haben ja noch Lars Bender, der hier reinkommen kann. Und so von der Leistung her, denke ich mir, wird das auch in der zweiten Halbzeit geschehen. Auf geht's, Männer. Auf geht's. Es muss besser werden. Es muss besser werden. Ja, da will ich mal den Wechsel anstreben. Ja, ich werde also Bender jetzt bringen. Und vorne werde ich jetzt Dunis Avdijai reinhauen ins offensive Mittelfeld. Kevin Prince-Boateng hat jetzt nicht direkt schlecht gespielt, das kann ich gar nicht mal sagen, aber natürlich ist er jetzt auch ein Spieler, der lebt von seiner Erfahrung. Und wir gehen jetzt mal hier auf volle Pulle und zweite Halbzeit und machen jetzt hier den Wechsel. In der Hoffnung, dass wir hier ein Tor erzielen. Ich wäre zwar auch mit einem Unentschieden hier zufrieden im ersten Auftaktspiel, aber der Champions League. Aber wir sind ja Titelverteidiger und ich will hier auch ein bisschen demonstrieren, dass wir uns von den Gegnern hier nicht einschüchtern lassen. Ja, die Frage, die sich halt mir immer wieder aufstellt, ist, müssen wir in der Mannschaft noch was machen in dieser Saison? Ich bin ja kein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn eine Saison läuft, dann an einer Mannschaft zu arbeiten, ist, macht nicht unbedingt Sinn. Es ist immer besser, du lässt eine Saison auslaufen und fängst dann an der Mannschaft zu arbeiten, als wie das mitten in der Saison daran gearbeitet wird, weil das kann natürlich den Spielfluss und alles beeinträchtigen. Und wir sind ja jetzt nun mal mit dieser Mannschaft in diese Saison gestartet und ich denke mir, wir haben einen guten Kader. Poyampalo hier. Einige Spieler haben noch nicht die Form von der letzten Saison, aber das ist auch klar, nach so einem Double, sage ich jetzt mal, braucht der ein oder andere Spieler auch wieder so ein bisschen Motivationsschub für die neue Saison. Dann die Doppel-, manchmal sogar Dreifachbelastung vom Pokal, von Champions League und Bundesliga, wo du immer aufgerufen bist, Top-Leistung zu bringen. Das war hier abseits und jetzt können die Wechsel vollzogen werden. Und da hat natürlich eine Mannschaft ihre Schwierigkeiten, ist doch ganz klar. Und da können wir uns auch nicht vor ausnehmen. Das passiert uns genauso, wie es Bayern München passiert oder
ein BVB oder was weiß ich, welche Top-Mannschaft noch, ne? So, jetzt Aftejai und Bender im Spiel. Schmitzkatz, genau. Jetzt habe ich es wieder drauf. Braucht nur ein bisschen Zeit, das Meloni, dann geht das wieder. So, jetzt aber ein guter Angriff hier. Aftejai, Poyampalo, das war doch jetzt mal eine gute Aktion. Das sah mal ein bisschen druckvoller aus, ein bisschen flüssiger in der Kombination. Ein schnelleres Umschaltspiel. Vielleicht können Dunis Aftejai und Lars Bender jetzt doch ein bisschen mehr Druck erzeugen. Aber wie gesagt, wir haben es hier mit einem erfahrenen Gegner zu tun. Paris Saint-Germain, wir haben es ja bei der Mannschaftsvorstellung gesehen. Alles Nationalspieler im besten Alter oder im erfahrenen Alter, so würde ich es mal vorsichtig ausdrücken. Und die lassen sich natürlich hier nicht die Butter vom Brot nehmen. Jetzt aber die Chance. Seitz. Auf Gyfalsson, der ja immer wieder sich die Bälle weit hinten holt. Das muss man ihm echt anerkennen. Andere Spielweise wie ein Patrick Weihrauch halt. Jetzt ist er durch gewesen. Wäre durch gewesen. Und was gibt das? Gelb oder gibt das Rot? Gelb. Naja, er war glaube ich nicht letzter Mann. Kanabiyik kriegt hier die gelbe Karte. Ja, ich bin natürlich not amused, wie ihr das seht. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn er da durch gewesen wäre. Dann hätte es rumpeln können im Karton. Aber jetzt die Franzosen auch mit der ersten Auswechslung. Vincent Payot kommt rein. Ach, schade, schade, schade. Ja, es sind noch 24 Minuten. Nee. 23 Minuten sind noch, die wir haben. Und Mitchell Weiser, der macht viel Druck. Der Bursche macht sehr viel Druck. Kein Abnehmer in der Mitte gefunden. Ich gucke nochmal, ob wir noch jemanden einwechseln können. Poyampalo ist völlig von der Rolle da vorne, ne? Ja, ich schmeiß jetzt mal den Clemens Reno da noch rein. Ja, es ist diese Spieler, die Stürmer, speziell die Stürmer, sind im Moment nicht in der Bestform. Also dass wirklich hier die Stürmer aus der zweiten Reihe, so wie ein Reno, werden immer mehr nicht nur zur Alternative, sondern es ist tatsächlich so, dass da noch ein Umbruch in der laufenden Saison stattfinden könnte, dass vielleicht so ein Reno zum Stammspieler werden kann. Es ist nicht ganz ausgeschlossen. Es ist nicht ganz ausgeschlossen. Hängt natürlich sehr viel davon ab, ob Poyampalo noch die Letztjahresform findet. Ob Weihrauch nach seiner Verletzung, ja, er muss erstmal wieder in die Mannschaft finden. Und wenn er dann in die Mannschaft gefunden hat, er hat ja schon mal so eine schwere Verletzung hinter sich gebracht und ist dann zur Weltklasse aufgestiegen. Aber das ist alles nicht so leicht, gerade im internationalen Fußball oder im Top-Fußball, wo wir uns jetzt ja bewegen mit der Hansa Kogge. Das dürfen wir nicht vergessen an der Stelle. Jetzt aber die gute Chance und da sehen wir wieder Brinkis mit einer hervorragenden Tat. Nächste Einwechslung bei Frankreich. Bei Frankreich sei schon, bei Paris. Mathieu kommt. Das habe ich aber nicht gesehen, wer rausgegangen ist. Eckball hier. Ja, und da passiert's. 1:0. Javi Martinez, ehemaliger Bayern-Spieler. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Weitere Einwechslung. Okay, für Mitchell Weiser, der, finde ich, gar nicht schlecht gespielt hat. Aber da siehst du die Erfahrung dieser PSG-Mannschaft. Sie schaffen es, uns hier fast einzuschläfern. Und dann machen die das Tor. Kevin Seitz. Und den Ball hoch rein. Aber die stehen da hinten gut. Die stehen gut. Alles Nationalspieler da hinten drin. Und jetzt abseits. Oh, das wird schwer. 11, 12 Minuten. Vielleicht mit Nachspielzeit. Eine Viertelstunde noch. Ganz schwer. Ganz schwer. Wenn du gegen so eine Mannschaft hier in den Rückstand gerätst, das wird schwer. Ich
Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Ich dachte, er würde erst pfeifen. Aftejai, Reno, ja, dem fehlt natürlich die internationale Erfahrung gänzlich, muss ich mal sagen. Da schmeiße ich wirklich einen Spieler hier rein. Da muss ich echt hoffen, dass der überhaupt die Klasse mit sich bringt. Ne? Also ich denke, wenn wir was machen sollten diese Saison noch, dann ist es tatsächlich im Sturm wahrscheinlich. Fritte Brinkisch kannst du heute keinen Vorwurf machen, auch bei dem Tor hier nicht. Da überhaupt keinen Vorwurf an ihn. Auch an die Mannschaft jetzt nicht. Also wir haben ja nicht schlecht gespielt. Es ist nur so, dass die Franzosen sehr clever agieren. Sie haben einen Abwehrverbund, der sehr dicht steht. Sie machen in der Mitte alles zu. Über die Außen kommen wir auch nicht gut zurande. Also es ist sehr, sehr schwierig gegen diese Franzosen zu spielen und erfolgreich zu sein. Und ihr habt es ja auch gesehen, ich habe drei Spieler alleine auf meine Beobachtungsliste gesteckt, weil die sind sehr interessant. Aftejai kann sich nicht so in Szene setzen, wie ich mir das von ihm heute hier gewünscht habe in der zweiten Halbzeit. Ich hätte mir mehr Druck gewünscht. Die Franzosen spielen das hier richtig clever runter und jetzt sogar noch eine Konterchance, aber abseits. Aber die offizielle Spielzeit ist schon rum. Also ich glaube nicht, dass wir hier noch ein Unentschieden erzielen gegen so eine erfahrene Mannschaft. Glaube ich nicht. Guck mal, wie eng die stehen. Also die markieren unsere Spieler auch sehr eng. In den Zweikämpfen sind natürlich so erfahrene Spieler natürlich schwerer. Also es ist schwerer, gegen sie zu spielen, ganz einfach. Und da ist das Spiel zu Ende. Und ja, ich habe es fast befürchtet. Deswegen habe ich ja gesagt, mit einem Unentschieden wäre ich hier zufrieden gewesen. Weil hier moniere ich die Zeit. Aber ich glaube, das hätte den Braten jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Wir sehen enttäuschte Spieler von der Hansa Kogge und wir sehen hier ein Team aus Frankreich, die wirklich ja, den Anlass geben, hier uns vielleicht wirklich mit dem Spiel hier heute einen empfindlichen Stoß zu verpassen. Wir sind ja immer noch der Titelverteidiger. Also das muss man wirklich an der Stelle sagen. Ja, das ist schwierig. Also warten wir da mal aufs Rückspiel. Fritte Brinkisch ist hier der beste Mann. Ja. Zweites Spiel ist das schon. Zweites Spiel, nicht das erste, wie ich dachte, sondern das zweite. Und wir haben nach wie vor 0 Punkte und Paris Saint-Germain ist jetzt ganz oben vor Real Madrid. Oh, das wird richtig schwer, Leute. Das wird richtig schwer, da noch an die zweite Position zu kommen. Eieieiei. Da haben wir natürlich mit Paris Saint-Germain und mit Real Madrid schon zwei Brocken in der Gruppe drin, wo ich sage, pah, heftig. Ja, ich glaube, das erste Spiel war gegen Kiew, was wir verloren haben, ne? Tja, Leute, das wird schwierig, das wird schwierig. Bleibt mir nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut mir ein paar Kommentare rein. Und ja, wie versprochen, werde ich euch jetzt die ganze Woche hier FM 13 präsentieren. Ja, und deswegen tschüss und bye, euer Smiloni.